Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, ich danke Ihnen dafür, dass ich heute noch zu diesem Thema sprechen darf. Was wir heute tun, entscheidet darüber, wie die Welt von morgen aussieht. So lautete ein Zitat von Marie von Ebner-Eschenbach schon im 19. Jahrhundert. Unsere Handlungen haben Konsequenzen und müssen zum Schutz nachfolgender Generationen gut abgewogen werden. Und es gibt wohl nichts, was unmittelbar mit der Zukunft der Menschheit verbunden ist, als die beiden Themen Landwirtschaft und Insektenschutz. Die beiden Themen, eigentlich ist es eins. Denn die Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Nutzfläche und das Insektenaufkommen bedingen sich gegenseitig. Albert Einstein sagte eins: Wenn die Biene einmal von der Erde verschwindet, hat der Mensch nur noch 4 Jahre zu leben. Keine Bienen mehr, keine Bestäubung mehr, keine Pflanzen mehr, keine Tiere mehr, kein Mensch mehr. Es ist schon lange Konsens, wer den Fortbestand unserer Spezies sichern will, muss die Insekten schützen. Das ist richtig und wichtig. Und es ist zu begrüßen, dass so emsig Pläne geschmiedet wurden. Aber Planung allein reicht nicht aus. Denn so unterstützenswert es auch ist, diesen Planeten für unsere Enkel zu gestalten, wir hier im Jahr 2022 müssen auch etwas essen. Und dafür, dass unsere Teller zuverlässig gefüllt sind, sorgen die Landwirte. Sie sorgen für unsere Lebensgrundlage und somit für die der zukünftigen Generationen. Ich frage mich, wer im Saal hier könnte noch für sich selbst sorgen? Und wer hat noch das Wissen und die Fähigkeit dafür? Beständig sorgen unsere Landwirte für unsere Lebensmittel in hoher Qualität und Menge. Und trotzdem sind es sie, die benachteiligt werden. Friss oder stirb, so empfinden die Landwirte die neue Ausrichtung der Landwirtschaftspolitik. Und das zu einem Zeitpunkt, in dem die Landwirtschaft so schon in einer finanziellen Krise steckt. AdBlue, Ersatzteile, Düngemittel, ASP, Trockenheit, die neue Düngeverordnung. Die Betriebe kämpfen mit vielen Herausforderungen und müssen momentan jeden Euro wirtschaftlich optimieren. Und jetzt fordert man zusätzlich, dass sie auf Flächen und Erträge verzichten. Für die Insekten, aber ohne Gegenleistung, ohne Gegenfinanzierungsangebot. Das ist ebenso realitätsfern wie die Pauschalaussage. Das ist ebenso realitätsfern wie die Pauschalaussage, chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel und mineralischer Stickstoffdünger hätten insgesamt negative Auswirkungen auf die Artenvielfalt und die Biodiversität. Gesetzentwürfe wie der hier vorliegende sind es, die Landwirtschaft und Politik immer mehr entzweien und die nachhaltige regionale Versorgung unserer Bevölkerung aufs Spiel setzen. Alles in allem war der Ansatz gut, die beiden Parteien Landwirtschaft und Artenvielfalt an einen Tisch zu bringen. Umso enttäuschender ist der Ausgang dieses langanhaltenden Dialogprozesses. Zur Aussage von Frau Hickel möchte ich noch sagen, es sollte ein Gesetz mit konkreten Inhalten vorgelegt werden und das wäre nicht gewollt gewesen. Ich hätte mir gewünscht, der Einzelplan 10 hätte konkrete Regelungen gehabt, sodass ich gestern meine Rede anders hätte halten können. Vielen Dank. Applaus